Aktive Durchbrüche im Winkel habe ich. Sie können uns geben, um den Luftwiderstand zu rechnen, der auf einen Flugzeugflügel einwirkt oder die Gravitationseffekte der Erde auf einen Satelliten. Aber am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass Ramanujan darauf beharrte, diese erstaunliche Theorie sei nicht das Produkt seines eigenen Genies. Ihr behauptet es, sie sei ihm von einem außerirdischen Wesen überlebt worden. Srinivasa Ramanujan wurde am 20. Dezember 1887 in Virudhe in Indien geboren. Man hielt ihn für ein Wunderkind, weil er als einziges von vier Geschwistern das Kernkindalter überlebte. Schon als Junge war er der Sessen von Zahlen. Er begann schon sehr früh über Zahlen zu wissen, ganz instinktiv. Er liebte es, er selbst hatte Zahlen, hätten für ihn eine Persönlichkeit und führten ein eigenes Leben. Es gibt viele Geschichten über Mathematik bei anderen der Erde, Gast, als seine Subjects. Ramanujan wuchs in der Stadt Kumbakonam auf, in einem Haus mit Blick auf den beeindruckenden Sagarani-Tempel. Den Großteil seiner Kindheit verbrachte er in diesem Tempel, inmitten tausender Götter mit Gas. Heute, laut Ramanujans Kindheitsfreund, ging er oft in den Tempel und dort Mathematik zu lernen als. Wir wollen erinnern sich, dass er den Tempel damals auf Ramanujan fand, um ihn von all diesen einzelnen Zahlen zu lernen. Diese Zahlen sind die Wahrheit komplexer mathematischer Lösungen, die Ramanujan mit Kante auf die Steinplatten des Tempelbodens geschrieben hatte. Er selbst hatte auch versucht, ihn in seinen Träumen von der Himmelgöttin Namadeva Yad überlebt worden sein. Die Oldenerde schon hat mich darauf, dass seine mathematischen Entdeckungen wie der Verhandlung der Namadeva Yad überlebt worden sein. Wahrheit war das Knallige. In diesem Lesen des Wohnens sah er, wie sich diese fantastischen, wunderschönen mathematischen Formen vor ihm einhalten, bevor er. Wegen seiner Jugend verstand Ramanujan immer wieder ungezielt für mehrere Tage und kehrte dann ohne Erklärung nach Hause zurück. Seine Frauen hielten ihn für ein Medium. Wir selbst waren überzeugt, dass Zahlen aus der Höhe nicht von den Bühnen verschwinden. Könnte es sein, dass Ramanujan tatsächlich Informationen von einem außerirdischen Wesen erhielt? Seit frühester Kindheit hatte er Visionen der Hindu-Göttin Namadeva. Und obwohl er in Armut aufwuchs, schaffte er es ganz allein, die westliche Mathematik der letzten 100 Jahre hier zu machen. Aber dann hat ihm die Göttin Informationen, die weit über den Kenntnisstand der westlichen Mathematik hinausgegangen. Für jemanden wie Ramanujan, der von einer gläubigen Hindu-Familie aufwuchs, hat er alles, was er erlebte, mit Hindu-Göttern gesucht. Aber könnte nicht auch ein außerirdischer Interesse haben, diese mathematischen Theoremen zu entwickeln? Es gibt jede Menge Beweise dafür, dass unsere bedeutendsten technologischen Durchbrüche in außerirdische Bereiche sind. Sie intervenierten in Form von Träumen oder auch direkten Kontakten zu intelligenten Wesen. Srinivasa Ramanujan praktizierte genau wie viele Worte die Inzeption. Könnte er von außerirdischen Wesen angenommen worden sein, die den Lauf der Menschheitsgeschichte schon seit tausenden von Jahren beeinflussen? Ist das der Grund, warum die größten Magnate der Welt 100 Jahre später immer noch Schwierigkeiten haben, seine komplexen Theorien zu verstehen? Anhänger kann man sagen ja und behaupten, dass jeder Mann, der darauf die Zeiten wird, zu beenden und weitere Beweise liefern kann. Im Distrikt Megaray wird Alan Turing geboren. In 6 Jahren halten ihn seine Lehre als Ökonomie. Machine was putting die Substitutionsvarianten der Maschine bei Robert. Range Arm Substitution. 1940 gelang Turing, was nahezu jeder Experte damals für unmöglich gehalten hat. Er knackte den Enigma. Turing hat in der Tat einen Weg, hier niemand nachzubauen, wird dazu aufgesetzt. Sie nannten die komplizierte Maschine zu bauen. Indem man die Hörer von Innovation zu ganzen Welt, gelang es, eine Maschine zu bauen, die Buchstaben den Kunden umkommt. Sie waren auch in der Lage, mathematische Berechnungen durchzuführen. Da wurde sie wohl das Spezial. Während er die Maschine baute, erfüllte Turing gleichzeitig eine Technologie, die weit bedeutender war, als es sich damals jemand hätte vorstellen können. Die ersten Computer der Welt. Besonders interessant ist, wie komplett anders diese Visionäre wird. Da muss man sich auch fragen, ob sie eine Art von der Zahlgeist anzeigen. Auch nicht mehr außerirdische Innen der praktischen Situationen sind, damit sie diese universellen Daten erkennen. Interessanterweise schreibt Turing in einer seiner Arbeiten, dass man die Krise und übersinnliche Wahrnehmung ernst nehmen sollte und hinterfragt die Existenz des freien Lebens. Ist es möglich, dass die Anhänger der Personen recht haben, durch die er das schon, weil er selbst in Kontakt mit einem außerirdischen Intelligenz stand? Vielleicht kann uns ein Treffen, das Turing vorhin hatte, weitere Hinweise liefern. Ein Treffen mit dem Mathematikgenie John von Neumann. John von Neumann war ein ungarischer Mathematiker, der in die USA emigrierte und eine Stelle an der Princeton University erlangte. Er hat ein unglaubliches Talent für Mathematik und Physik. Wie Turing trug auch von Neumann mit neuen Technologien zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs bei. Er entwickelte eine Methode, um automatisiert zu berechnen, wie genau man das für Turing für die Atombombe kompensieren muss. Diese Technologie war wesentlich für den Erfolg des Projekts. Und dass sie womöglich niedergelenkt worden hätten sich die Wege Turings und von Neumanns nicht gekreuzt. Wir wissen, dass Alan Turing sich mit John von Neumann in Princeton traf. Von Neumann war Turings theoretischen Arbeiten verkauft. Die Inhalte Gespräche kennen wir nicht. Er war streng geheim. Deshalb bringen wir sehr wenig Informationen nach Hause. Einige Computerhistoriker verdichten die Ansicht, dass John von Neumann die Grundidee zur Universalmaschine von Alan Turing übernahm. Es wurde also der Meinung, dass Turing und von Neumann hauptverantwortlich für die Verwaltung des Menschen und den technischen Fortschritt exponentiell voranbringen. Aber ist es möglich, dass das Zusammentreffen dieser beiden Genies mehr als bloßer Zufall war? Gut möglich, dass eine außerirdische Intelligenz dafür sorgte, dass von Neumann und Turing sich 1905 machen. Dass sie so sicherstellte, dass der Computer zum genau richtigen Zeitpunkt heraus kam, was ja auch passiert ist. Konstantin Tsiolkovsky veröffentlichte den Artikel Erforschung des Weltraums mit Hilfe von Raketen. Die meisten Wissenschaftler seiner Zeit halten das Thema der Erforschung des Weltraums für höchst spekulativ und weit hergeholt. Immerhin hatten wir oder weit im selben Monat gelandet, dass wir den ersten Motorflug absolviert. Aber viele der wichtigsten Punkte in Tsiolkovskys Artikel sollten sich später als erstaunlich präzise erweisen. So wie die Geschwindigkeit von den Schiffen, die Bilder zu umkreisen, 8 Kilometer pro Sekunde beträgt und dass man dies mit Hilfe mehrstufiger Raketen erreichen kann. Hier ist der Vater der sowjetischen Raketenwissenschaft. Wir entwickelten die Raketen, die den ersten Hund, den ersten Menschen und den ersten Satelliten.
Tschaikowskis Hauptinspirationsquelle war sein Freund und Mentor Nikolai Fjodorow, ein russisch-orthodoxer christlicher Philosoph. Fjodorow war einer der Gründer des sogenannten Kosmismus, ein Vorläufer der Astronautik-Theorie. Werner von Braun war schon als Junge von den Science-Fiction-Romanen Jules Verne und H.G. Wells überzeugt. Er war überzeugt, dass wir die Vision von Weltraumreisen Als von Braun dieses Ziel 1969 tatsächlich erreicht, ist es ein so außergewöhnlicher technologischer Sprung davon, dass manche glauben, er sei genau wie Tsiolkovsky von Außerirdischen angeleitet worden. Werner von Braun war total fasziniert von der Idee, dass er in den Weltraum gehört. Die Erde ist nur ein Samen, und wenn er nicht keimt, könnte er einfach sterben. Wir müssen in den Weltraum, und diese Vision einer neuen Zukunft war es, wie den Antrieb weiterzugehen als Sternen. Ich halte es für möglich, dass Werner von Braun Kontakt mit außerirdischer Intelligenz hatte. Diese Intelligenz wusste, in welche Richtung unsere Zivilisation einschlagen muss. Deshalb gab sie ihm die Werkzeuge und Einsichten in die Aufklärung, um in den Weltraum zu gehen. Ist es möglich, dass Konstantin Tsiolkovsky und Werner von Braun Hilfe von außerirdischen Wesen hatten, die Anhänger der Astronautik glauben? Und wenn ja, warum? Vielleicht hilft uns ein Blick auf Vorhersagen, die nicht aus der Wissenschaft stammen, sondern aus der Science Fiction. That's the big question of the day. CBS Network Lost in Space. 1965 kündigt CBS Network den Start der ersten Science-Fiction-Serie zur Hauptsendezeit an. Verschollen zwischen fremden Welten erzählt die Geschichte einer Familie von Weltraumkolonisten. Im Jahr 1927 stammt sie auf den fernen Planeten. Die Serie unterstreicht Amerikas wachsende Akzeptanz der Idee, dass die Zukunft der Menschheit in den unendlichen Weiten der Galaxie liegt. Schon im folgenden Jahr startet NBC seine neue Serie Raumschiff Enterprise. Das ist die Lage eines futuristischen Raumschiffs, dessen Crew und Raumschiff gebraucht ist, neue Lebensformen zu finden und in Galaxien vorzubringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Interessanterweise erscheinen beide Serien in der Menschheit das erste Mal gelandet. Es ist faszinierend, dass wir heute in genau der entfernten Zukunft leben, von der die Menschen vor 40 Jahren geträumt haben. Wir erleben zwar nicht alles, was uns damals ausgedacht hat, aber vieles. Wo werden wir in 50 Jahren stehen? Ich denke, Science Fiction soll uns Dinge entführen. Das, was früher noch Science Fiction war, wurde mit der Zeit zu Science Fact, zur Realität. Dass die Science Fiction beschreibt, was später in der Zeit wurde, ist natürlich nichts. Raumstationen, intelligente Roboter, außergewöhnliche Kommunikationsgeräte, sogar Star Wars, artige Weltraumwagen, wurden dort vorweggenommen von Stellen wie Jules Verne, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov und Ray Bradbury. Ihre Werke sollten zur Basis zahlloser Filme und Fernsehserien werden. Wir haben diese technischen Fortschritte nur aus einem Grund.
Because that's where we came from. Die Frage ist, werden wir unser Schicksal erfüllen oder nicht? Ist es möglich, dass die Größen dieser Menschheit unwissentlich einem außerirdischen Masterplan folgten? Mit dem Ziel, die Menschheit auf ein geerdetes Zusammentreffen vorzubereiten? Und wenn ja, bedeutet das, dass unsere Zukunft vorhergestimmt ist? Oder hat man uns nur die nötigen Werkzeuge gegeben, um unser Schicksal selbst zu gestalten? Vielleicht können wir die Antwort darauf in einem Science-Fiction-Buch finden. Oder mit Hilfe eines einfachen Smartphones. Oder in der neuesten Orbitechnik. Vielleicht ist sie auch in die Wände einer noch nicht entdeckten Höhle angepasst. Oder sie liegt sogar, während wir hier sitzen, direkt vor unseren Augen. Mit Hilfe unserer modernen Technologie können wir Menschen über Erde intelligenzieren. Das ist ganz enorm. Die Nasen, Ohren, Lungen, die große Frage lautet, ob wir je unsterblich sein werden. Ich bin überzeugt, dass man MIT an Leiden überdenkt.